Bundesminister Peter Altmaier bei der Top-Party vom Top-Magazin Saarland von Elke Schumann. Einladung kam, Sie haben direkt gesagt, jawohl, ich komme. Warum ging es so schnell? Naja, ich war ja schon vor 2 Jahren einmal da, in der alten Schmelz in St. Ingbert. Und wenn man zum 2. Mal kommt, ist es schon eine Tradition. Die wollte ich heute Abend begründen. Und ich finde es toll, dass es diese Gelegenheit gibt, für Menschen, die im Saarland etwas Besonderes geleistet haben, sich zu treffen, ein bisschen auszuspannen, sich zu unterhalten, das motiviert. Und da wollte ich gerne meinen Beitrag leisten. Herzlich willkommen in der Heimat. Bei der Party heute Abend geht es auch um Charity. Es wird Menschen geholfen, denen es nicht so gut geht. Auch das ist ein wichtiger Faktor, wenn so eine Party ist mit vielen Leuten, die Spaß haben wollen. Wie finden Sie diesen Gedanken? Den Gedanken finde ich ganz wichtig, weil wir eben zwar arbeiten, weil es auch richtig ist, dass Menschen ihren Vorteil suchen, nach Profit und Gewinn streben, aber unser Leben ist doch mehr, es hat eine humane Dimension und diese humane Dimension kommt dann zum Ausdruck, wenn Menschen sich betätigen für andere. Das beginnt bei der Rentnerin mit ihrer kleinen Rente, die eine Wohlfahrtsmarke kauft zu Weihnachten und es endet bei Menschen, die ganz reich sind, aber ganz viel für die Allgemeinheit tun, indem sie stiften, indem sie spenden. Und hier kann halt eben jeder nach seinen Möglichkeiten, nach seinem Vermögen mithelfen. Das ist eine tolle Gelegenheit und ich hoffe, dass auch ordentlich etwas in die Kiste kommt. Bundesminister Peter Altmaier, vielen Dank und viel Spaß bei der Top-Party. Ich danke Ihnen.